Gavor die Nieder, übel zugerichtet, aber siegreich. Nein. Stabilität wäre gut. Dann nehmen wir Stabilität. Okay, 20. Nehmen wir die Fischerei hier. Okay, noch eine Runde. Gegen die müssen wir kämpfen. Jäger der Ertränkten Geschmähte. Du begegnest eine Gruppe von Spurensuchern, die einige ertränkte Geschmähte verfolgt haben. Mit flüppigen Blicken voller Hass starren sie dich an. Sie stehen eindeutig unter dem Einfluss starker Magie. Das sind Kreaturen, die Drecksarbeit für Nimu erledigen. Eindringlinge, ruft der Ritter. Seid ihr hier, um die Sirengöttin davon abzuhalten, ihre geliebten Kinder zu erschaffen? Das werden wir niemals zulassen. Wir tragen die glorreiche Verantwortung, dieses Reich von der Unvollkommenen zu säubern. Wir werden uns ihre Liebe als würdig erweisen. Verlasst dieses Reich, Eindringlinge, oder ihr werdet den Zorn unserer geliebten Sirengöttin zu spüren bekommen. Begibt euch oder sterbt. Und Magie ausgeben für keinen Kampf. Das wäre die friedlichere Variante. Ich bin mal so nett und mach das auch. So, müssen wir noch da weitergehen? Schließen und noch eine Runde warten. Ah, warte, ich wollte ja noch ihm das Astralherz geben, bevor ich es vergesse. Er ist der Nahkampfangriff. Das wäre für ihn sehr gut. Also ich muss ja natürlich erstmal warten, bis der Gegner vorbei ist. Und wer weiß, wie lange das dauert. Stimmt, ich kann jetzt noch einen vierten Helden. Komm, rekrutieren wir dich. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Okay, Demos der Unterstützung hat die Leuchtfeuer der Einheit freigeschaltet. Okay, das ist nicht so cool.
zack, Herz des Materium. Zauberblocker hier bei der Farm. Ewige Ernte und neue Forschung. Kampfzauber, Einheitenverzauberung. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was. Zuallererst. Das darauf. Das auch hier rauf. Brauche nicht noch mehr Mana. Ewige Erde. Jetzt fehlt mir halt das Geld. Ich würde sagen, dann sollte ich langsam in den Kampf reingehen. Weil allzu viel länger macht er das nicht mehr mit. Nein, von dem brauche ich nichts. Auch nicht. Zugwenden. Hoppala. Allzu viel. Ja, ich muss die angreifen. Er hat auch meine Provinzen erobert. Das geht ja gar nicht. Es dauert 3 Runden, bis es verbessert ist. Okay. Ah, ich habe jetzt die... Egal, nächste Runde. Ich habe die Einheitsverbesserung jetzt nicht aktiviert. Langsam sollte es ja mal ein Ende finden. Deswegen greife ich sie jetzt einfach an. Ich wollte zwar noch den ganzen Rest machen, aber... Sollte eigentlich auch so funktionieren.
Ecke ewige Erde. Was? Kann ich auf dem Park gehen? Jetzt kann das machen? Das ist seltsam. Wieso konnte das davor nicht machen? So. Okay, warte da erstmal. Okay, ihr dürft nur mal ein Stück weiterlaufen. Belagerung 60. Dauert 5 Runden. Okay, was können wir denn hier Schönes reintun? Turmheiligen werden vernichtet. Okay, wenn ich jetzt noch 3 reintue, nämlich das mit den Mauern, das ist in 3 Tagen. Jetzt hätte ich das mit dieser Belagerung gebrauchen können. Großes Monsterversteck. Bin gespannt, wie stark die sind. Warten. Müsste auch warten müssen. Allzu viel mehr wird er erstmal nicht machen können. Ära des Mäterium. Hier, was macht das? Kanalisiert die Ära des Materiums, um den Magiersieg zu erringen. Während der Kanisera, der Zauber, die Materie öffnet, kostet minus 50% Mana, Weltkartenzauber und Kampfzauberpunkte. In jedem Runde im Kampf erhält ein verbündeter Einheit gestärkte Verteidigung, gestärkte Widerstand, wiederholt sich 2 bis 4 Mal. Feindliche Armee erscheinen neben deinen Affinitätsprovinzverbesserungen und versuchen diese zu zerstören. Aber das muss ich 5 Runden überleben, ne? Ich weiß jetzt nicht, soll ich es aktivieren oder eher nicht? Eigentlich habe ich es auch geschafft, wenn ich sie besiegt habe. Also eigentlich brauche ich, würde schneller gehen. Und dann würden mich auch viele jetzt angreifen, was jetzt nicht so cool wäre. Ah, lassen wir das erstmal. Wir gewinnen auf altmodische und leichte Art. Die anderen Arten können wir ja mal anders machen, wenn wir es geplant haben. Wenn mich jetzt alle angreifen, bin ich extrem in den Nachteil. Dann weiß ich nicht, ob der Kampf noch leicht wird. Das dauert jetzt ein bisschen. Okay, noch 2 Runden. Neue Forschung.
Forschung Mission für 100 Mana. Ja. Terraform, Kampfzauber. Nehmen wir den Kampfzauber. Denn hier könnte ich davon noch was machen. Wenn ich es verbessert habe. Okay. Badehaus. Fischhändler. Große Ladestation. Markt. Und hier an sich verbessern. Wir warten. Der soll weiter. Ach du liebe Güte, okay. Böse Präsenz, Plagenhort. Ja, lese ich mir dann durch, wenn ich gegen die kämpfe. Oh, hoppala. Stimmt, das habe ich auch noch nicht. Gleich verzaubern. Kleine Verstärkung ist auch eine Verstärkung. Okay. Bewegt sich jetzt. Okay. Da bin ich gespannt. Okay. Namensfest. Du hältst eine offizielle Einladung. Von Flugtum an den großen höchsten Hüter Vatos Münzmeister. Wir aus Flugboot laden euch hiermit herzlich zum Namensfest unserer Seherin Diandem Unheilsschwang ein. Wir freuen uns auf euren Kommand und eure Geschenke. Was schenken wir ihr? Geld, dafür bekommen wir ein bisschen mehr Freude. Ja, machen wir das. Wir haben ein Kompliment bekommen. Okay, wir können noch was verhandeln. Stimmt, kann ich eigentlich nehmen. Aber kostet leider zu viel. Gute Nachricht. Plage. Und was da oben auch immer ist. Okay, das dauert noch eine Runde. Warten. Nein, noch nicht. Ich kann ja eigentlich jetzt mit denen teleportieren, oder? Ich würde den gern benutzen. Wieso kann ich das nicht?
Warte. Wieso kann ich den jetzt nicht benutzen? Erstmal, hier ist ein sicherer Kampf. Einer ist gestorben, aber es ist so in Ordnung. Ring der Giftimmunität. Belohnung nehmen. Okay, Nachspiel. Du hast die Bedrohung von den Höchsten und sein Volk heimgesucht, wurde beseitigt. Otto verneigt sich tief vor dir. Eure Taten bringen mein Volk Hoffnung, o Höchster. Wir dachten, alles sei verloren, doch mit euch haben wir vielleicht eine Chance gegen Nimue. Der ertränkte Geschmähte stehen für immer in eurer Schuld. Sagt, was auf eurem Weg benötigt. Mehr Beziehung und wir bekommen eine Zauberverbindung. Wir bekommen eine Bastion, eine helle Bade, brauche ich nicht. Ein Heilholm. Ah, das ist das Neue von mir. Ah, das ist okay. Ein Bündnis. Einstellung. Gehen wir das Bündnis ein. Oh, ihr wagt es, Bündnisse mit Eindringlingen Was? Eine schrille Stimme ertönt aus dem Süden des Reiches. Otto, ihr wagt es, Bündnisse mit Eindringlingen einzugehen, kreischt Nimue. Ich hätte euch Schwächlinge ertränken sollen, als ich die Gelegenheit hatte. Beim nächsten Mal werde ich gründlicher vorgehen. Zuckt bei den Herbstenworten zusammen, richtet sich dann aber zu vollen Größe auf. Wir sind nicht schwach. Wir werden nicht länger vor euch fliehen, Nimue, macht er klar. Otto seufzt und nickt. Führt uns in Freiheit, höchster Hüter Vatos. Gemeinsam werden wir der Schreckenherrschaft der Sirengöttin ein Ende bereiten. Das auf jeden. Okay, zuerst hier Meisterheldenhaft. Nimmt an Größe zu und erhält großes Ziel. ...30% auf Angriff, keine Reize verwendet werden. Egal, nehmen wir. Oh, teleportiert sich. Oh ja. Oh nein, das ist ja kein Nahkampf, das ist ja Pfeil und Bogen, ne? Ja, hier denn der Segen. Achso, ich habe ihm das noch gar nicht gegeben. Hier bestätigen. Wir haben ein Bündnis. Runde beenden erstmal. Okay, jetzt sollte die Stadt kaputt sein und jetzt greifen wir sie an. Und dann sollten wir das sogar besiegt geschafft haben.